Oh, schön, dass wir da sein. Herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Alpha 19, aber immer noch die experimentell. So, ich muss jetzt nur mal kurz gucken, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich sehe gerade, wir haben ja noch eine Quest. Und zwar möchte ich jetzt gerne auch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Nacht. Ich meine, wir haben jetzt viele Quests gemacht, wir haben auch schon ein paar Jetons angesammelt. Ich habe hier noch ein bisschen weggeräumt, wie man sieht, hängen da jetzt ein paar mehr Kisten. Aber das ist ja auch nicht sonderlich interessant. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt gleich die Quest. Und was ich meinte, wir müssen ja auch noch ein bisschen unsere Bude mal aufhübschen und ordentlich aufbauen. Ich meine, das kann ja nicht so bleiben. Und ich glaube, das ist hier sowieso nur Holz, oder? Das ist Stein, das ist schon mal was. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal los. Wir sind übrigens mittlerweile auf der B169, dem neuesten Update. Und zwar habe ich seitdem, warum auch immer, die ersten paar Minuten immer so kleine Mini-Ruckler. Ach, du Heilige. Ich habe vergessen, das Moped leer zu machen. Das ist aber auch immer nur die ersten 5 Minuten. Das hat irgendwas mit dem neuesten Update zu tun. Ich habe gelesen, es wird jetzt nicht mal alles vom Start der Karte geladen, sondern teilweise auch nach Bedarf, sodass er immer so 1-2 Minuten braucht, bis er alles geladen hat. Da sind immer so kleine Standbilder drin. Das ist aber wirklich auch nur die ersten paar Minuten. Danach geht es. Also, schon merkwürdig. Was es genau ist, weiß ich auch nicht. Es kam ein neuer Zombie mit ins Spiel. Ein Hausmeister-Zombie. Genauso wie der Biker jetzt ein neues Aussehen hat. Ich muss aber auch sagen, der sieht richtig schick aus. Ich habe ihn letztens schon gesehen. Oh Mann. Hier hatte ich Verbände drin und da hatte ich... Ah, Leder und das drin. Habe ich hier jetzt aber auch nicht einstecken. Gut, die Electrical Parts könnte ich hier noch reinmachen. Ansonsten habe ich jetzt aber auch nichts, was da rein müsste, ne? Ich sehe zumindest nichts. Na gut. Warte mal, ich habe noch ein bisschen Essen einstecken. Das packe ich da mal mit rein. Und ansonsten, hier war, glaube ich, das trübe Wasser mit drin. Genau, ich habe es halt versucht, ein bisschen zu sortieren. Den einen kann da auch mit rein. Genau wie der hier. Und den Rest würde ich sagen, na gut, die leeren Gläser noch. Schmeißen wir erstmal wieder in die Grabbelkisten. Ja, halt. Die Muni da unten, die kann ich aber auch mit rein. So. Ich habe halt angefangen zu sortieren, aber noch ist nicht alles sortiert. Aber wenn man nicht anfängt, wird das auch nie was. Schmeiß die Sachen jetzt erstmal damit rein. Steine behalte ich mal zum Reparieren. Die zerlege ich mal. Die brauchen wir im Moment ja nicht wirklich. Die brauche ich schon. Die können erstmal mit rein. Genau wie das, das, das. Lockpits behalte ich mal. Und ich muss gleich auch mal gucken, was ich alles rausschmeißen kann. Das bringe ich zum Trader. Das kommt da hinten noch rein. Weil ich kann ja nun nicht alles mit mir rumschleppen. Ne? Schmerztabletten und Verbandskästen würde ich schon gerne behalten. Obwohl eigentlich reichen auch die Verbände. Die Verbandskästen kann man sich eher vor Horden nach und sowas aufheben. Schienen, ja gut, aber mehr als 5 finde ich auch nicht. Das Benzin brauchen wir, genau wie das Holz. Das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr unbedingt, weil wir haben ja Moped. Das schmeiße ich mal damit rein. So, aber ansonsten kann ich leider im Moment auch nicht wirklich was rausschmeißen. Das brauchen wir alle. Auch wenn das gut Platz wegnimmt. Das ist halt... So, der kommt noch rein. Das Ding behalte ich mal. Das kommt zum Trader nachher. Weil den haben wir ja schon gelernt. Aber jetzt machen wir erstmal die Quest. Juti! Jetzt müsste er auch leer sein. Hoffentlich. Oder hatte ich nicht alles mitgekriegt? Doch. Tag auf! Gut, die Quest ist... in die Richtung. So, dann wollen wir mal los. Ach, das meine ich. Da war gerade so ein kleiner Mini-Rucker schon wieder. Das ist immer die ersten paar Minuten. Ich weiß nicht warum. Danach hat sich alles wieder gegeben und es läuft wieder alles flüssig. Das ist seit dem letzten Update so. Und schon wieder die Bootsehe. Die hatten wir auch schon so oft, ne? Ich glaube, da waren wir schon ein paar Mal drin. Aber gut, ich soll hier ja auch noch was rausholen. So. Gehen wir da mal rein. Nimm direkt die Quest an. Moped ist noch da, Gott sei Dank. Alter, nun ist aber gut hier mit deinen Standbildern, mein Freund. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Wir sind natürlich immer noch auf dem Schwierigkeitsgrad Nomade. Na, ich komme hier schon wieder nicht rein. Hallo? So, jetzt. Die brauchen wir jetzt auch nicht zwangsläufig. So, liebe Zombies. Ah, da bist du ja. Mach einen Abflug. Wir haben ja natürlich immer noch unseren guten Freund, den Basie, dabei. Der wird uns schon gute Dienste leisten. Hier kloppt das irgendwo. Ah, ey, hier wieder, ne? Ja.
Das Haus hatten wir letztens erst. Das hatten wir in der Tat letztens erst. Hier war noch irgendwas drin, oder? Jo. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob wir den Skillpunkt haben, den ich noch nicht verteilt habe. Oh, ein bisschen Essen ist immer gut. So, mal kurz nachgucken. Nein, wir haben gerade keinen Skillpunkt. Gut. Hier runter. Aber so langsam gehen diese Standbilder ein, aber schon dezent auf den Senkel, ne? leg sie erstmal hin, okay. So. Dankeschön. Das kann ich gleich alles zerlegen, aber vorher die Farbe rausnehmen. Ich hoffe nur, wir finden irgendwann auch mal einen Pinsel. Ne, da ist nichts mehr. Dann können wir unser Haus nämlich auch gleich ein bisschen anmalen. Weil, nur weil es eine Apokalypse ist, heißt es ja nicht, dass es hier schlecht aussehen muss. So, zerlegen, zerlegen, das auch gleich zerlegen. So, dann hoffen wir mal, dass wir ein Rezept finden. Ja, schon, aber allerdings haben wir das schon. Gut, können wir gleich zum Trader bringen. Blümchen nehmen wir mal ein paar mit, wegen Deko. Da geht's nicht durch. Hier geht's durch, ne? Ja. Stoff. Ach gut, als wenn wir nicht genau Stoff hätten, ne? Den haben wir, glaube ich, schon an, oder? Ja, gut, ziehen wir den blauen an, zerlegen wir den da. Haben wir ein bisschen Farbe im Gesicht. Gut. Da ist garantiert noch einer drin. Ah, da ist der neue Zombie, den ich meine. Den sogenannten Hausmeister. Der kam mit dem letzten Update hier rein. Ist nicht gerade eine Schönheit. Ich glaube, der ist auch nicht fertig. Wenn ich es richtig gelesen habe, wird er nochmal überarbeitet mit dem Update B170. Der ist jetzt nur schon mal vorzeitig ins Spiel gekommen. Aber jetzt muss ich mal kurz was gucken. Den können wir gleich zerlegen. Bringt eh nur 72 beim Trader. Und der Lederboncho ist ja bei Weitem schlechter als das, was wir haben. Kann also auch weg. Hier ist noch ein bisschen Muni und Schmerzmittel. Und ja, ihr habt geschrieben, Schmerzmittel und sowas kann man ins Moped legen. Dann hat man es mit Bedarf immer dabei. Stimmt, habe ich vergessen. Wollte ich eigentlich auch machen. So. Hier ist noch ein bisschen Wäsche. Oder Nadel und Faden. Aber gut, zu groß dürfte das Haus hier nicht sein. So, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir hier irgendwo eingebrochen oder so, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Erstmal hier rein. Aber schon wieder der Hausmeister. Ich habe nur das Gefühl, vielleicht täusche ich mich aber auch. Und der taucht, seitdem es den im Spiel gibt, viel zu häufig auf. Vielleicht ist das Absicht, damit die Leute den erstmal alle kennenlernen und sehen, aber ich habe das Gefühl, jeder dritte Zombie ist der da. Also das ist so gedacht bestimmt auch nicht. Blume kommt mit. Ein bisschen Säure und Essen ist immer gut. Das ging bei uns sowieso langsam zum Neige. Und zwar möchte ich ja nicht nur das Haus ein bisschen aufhübschen, ich möchte auch langsam mal so Farmplots und so Krane über Felder drauf kriegen. Vor allem den Kaffee wegen der Ausdauer. Und so weiter und so fort. Ja, aber gut, Essen finden wir jetzt gerade wirklich gut. Ich meine, ich habe nichts am Loot verändert. Das steht immer noch auf 100%, wie wir das von Anfang an hatten. Genau wie die IP immer noch auf 100% stehen. Nur der Schwierigkeitsgrad ist auf Nomade angehoben und ich habe die Zombies nass aus Rennen gestellt. Weil die waren mir doch ein bisschen zu langsam. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Den hatte ich schon. Die Mikrowelle hat noch was. Weil die Plastik in der Mikrowelle. Die ja nicht wissen, die haben wahrscheinlich beim Fertigessen vergessen, vorher die Folie abzuziehen oder sowas. So, wir haben die Grills bis jetzt aber zerlegt, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich einen Grill schon drinne habe. Das werde ich den mal behalten und zu Hause gucken. Die Stühle kann ich aber zerlegen. Tja, warte mal, trinken müssen wir sowieso. Dann trinke ich noch ein Schlückchen. Und da auch noch ein Schlückchen, so. Und den einen lege ich dann hier mit runter. Dann haben wir wieder einen Platz mehr frei. So, hier ist man runtergebrochen. Das weiß ich noch. Stimmt, genau. Da unten ist der Keller. Ich gehe aber erstmal hier gucken. Ey, Mr. Business. Komm, tschüss.
Der soll, glaube ich, auch noch ein neues Aussehen kriegen, aber ich glaube erst mit der Alpha 20. Wenn ich da jetzt richtig informiert bin. So, da ist noch was. Hier ist noch was drin, weiß ich. Einmal kurz aufkloppen. Immer diese Döschen, das ist ja... Man ist echt von Döschen umgeben. So, hier ist nichts mehr. Ne. Gut, und jetzt können wir hier von mir aus einbrechen. Zack. Hallo, Glatzi. Tschüssi. Au. Ah, Freund der Kriecher. Der hat mich festgehalten. Gut, dann gucken wir hier noch einmal kurz rein. Hier haben wir Waffenteile, aber ein bisschen Muni. Nein, Muni ist immer gut. Leer, gut. Der Grund, ich weiß, dass wir Waffen haben, warum ich so oft den Basic benutze. Ich versuche halt, so viel Munition wie möglich zu sparen. Umso mehr haben wir halt später eine Hordennacht und brauchen auch nicht so viel herstellen. Die Pfeile gehen gleich weg. Da ist noch was. Hier muss auch irgendwo meine Tasche sein. Also wir finden hier jetzt echt gut Essen gerade. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Feder, na gut, die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Da. Och komm. Mach einen Abflug. Da ist auch meine Tasche, sehe ich gerade. Sehr schön. Aber ehrlich gesagt, ich habe das wirklich auf Nomade stehen, merke ich jetzt nicht wirklich einen Schwierigkeitsunterschied. Kann aber auch daran liegen, dass hier vielleicht der Basie mit der Stachelmord doch schon gut Schaden macht. Zumindest kommt mir das jetzt gerade nicht wirklich schwer vor. Da ist nichts weiter drin. Gut. Ah, da ging es zum Schatz. Okay, da gehe ich gleich hin. Da ging es wieder hoch. Will hier nur noch einmal rumgucken. Weil hier war doch auch, meine ich, noch irgendwas. Zumindest der da. Leer. Ansonsten mehr war hier auch nicht. Hier ging's runter, ne? Ja, gut. Den gehen wir jetzt zum Schatz. Hier dürfen auch die letzten paar Zombies sein. Jo, das hört man auch eindrucksvoll an der Mugge. Da kommt Glatzi. Shorty. Cheerleaderin auch noch. Für die habe ich noch keinen Namen. Ich sag ja, der Basie ist schon nicht ohne. Der ist... Und das auf Nomade, also da ist wieder die arme Seele. Dich nehmen wir natürlich wieder mit. Was bringt der beim 12 Grad? Nein, kann ich auch zerlegen, ganz ehrlich. Auch noch irgendwas drin? Sieht nicht so aus, ne? Mö, gut. So, hier ist der Schatz. Den hätten wir ja schon alle, wa? Da waren wir aber schnell durch diesmal. Ja, das kommt offen, wenn wir das Haus kennen. Schade, dass die gleichen Häuser sich so oft wiederholen. Ich muss, glaube ich, echt mal Quests annehmen, die weiter weg sind. Damit man mal irgendwo was Neues sieht. Aber wirklich viel Essen jetzt. Reparaturkit, eine 6er-Schippe. Okay, jetzt müsste ich mal was gucken. Meine hat, gut, die hat eine Mod drauf. Die hat so 57 Blockschaden und 16 Ausdauerkosten. Die hat 57 und 16, aber allerdings eine Mod drauf. Und die hat so schon 57 ohne Mod. Okay, Moment. Ich muss mal kurz Platz schaffen. Federn fliegen sowieso raus. Ich werde einmal kurz von meiner die Mod runternehmen. So kann man es besser vergleichen. 53, meine ich doch. Und die hatte 57, naja. Dann werde ich die zerlegen und dafür die 6er mitnehmen und da die Mod wieder raufmachen. Die Mod, da ist sie. Wunderbar. Gut, Reparaturkit und das kommt sowieso mit. Den da oben hatten wir schon. Mal hier kurz reingucken. So, der bringt wahrscheinlich wieder nur 35. Ja gut, weg. Das muss natürlich alles mit. Das nicht, das auch nicht. Stein haben wir auch nicht, den brauchen wir auch nicht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Glasscherben können raus. Verbände würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Aber da wir eh Hunger haben, werde ich die beiden Dosen mal reinfuttern.
So, dann kann ich die gleich zerlegen, dann kommt das nämlich mit. Frisur mache ich gleich auf. Ein Clownhammer, du für zwei, den würde ich auch schon sehr gerne mitnehmen. Jetzt wird's aber echt hier langsam. Enk in der Botanik. Ach komm, futtern wir davon noch ein Döschen. So. Hier war noch was, hier ist noch ein bisschen Muni. Die geht so mit. Ach ja, da war ja auch noch was. Ein Cowboyhut. Tja, gleich weg. Ist keine Farbe drin. Da ist noch eine Kiste. Mensch, das Essensbalken ja fast voll jetzt, oder? So, ja, das würde ich aber auch gerne mitnehmen. Trinken ist immer gut. Komm, wir brauchen die eine Schmerztablette nicht zwangsläufig. Die Rohre kann man sich später herstellen, wenn man sie braucht. So. Und dann noch einmal die wirklichen Stiffkiste gucken. Fünfer Schippe kann weg. Und das ist Eisen und, ja. Ja. Gut, ich trinke da das Trinken rein. Ich glaube, das wird ja gespeichert, ne? Wenn man zu viel trinkt. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, aber das Eisen muss auch mit. Das muss definitiv mit. Leere Gläser habe ich jede Menge. So. Jetzt noch der Tresor. Lockpits haben wir. Jetzt mal hoffen, dass es beim ersten Mal aufgeht. Bitte, 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 bitte. Ja. Komm. Ach, komm, das ist... Ich sag ja, diese Mopping-Tresore. Ich hab's immer noch nicht geschafft, mal die Süßigkeiten dafür zu besorgen. Mensch! Was? Ja. Wow. Der ist wahrscheinlich schlechter, ne? Nahkampf, kräftiger Angriff 25 und hier 6, 13, naja gut. Blockschaden 5, Ausdauerkosten 7 und der hat genauso viel, bloß mehr Ausdauer. Ach komm, das lohnt sich nicht. Aber den Stun-Button, den brauche ich zwar jetzt nicht zwangsläufig, aber ich glaube, den kann man verkaufen. Naja, bringt gerade mal 64. Ich würde mir aber gerne mal aufheben, falls ich ihn irgendwann mal brauche. Bloß was schmeiß ich dann raus? Die Blümchen würde ich gerne mitnehmen. Nähzeugs brauche ich eigentlich. Ah, komm, das... Den einen schmeiß ich jetzt raus. So. Dann gehen wir erstmal gut zurück zum Trader. Alter, hier war nicht der Ausgang. Da ist der Ausgang. Geben die Quest ab und dann gucken wir mal, dass wir uns ein bisschen um unsere Butze kümmern können. Weil, wie gesagt, das muss gemacht werden. So, ja, da bricht man runter. Weiß ich, ich klopp mich jetzt hier raus. Hier bricht man ebenfalls runter. Verdammt. Mensch, wo waren jetzt die Treppe? Hier. Das ist schon mies gemacht hier, ne? Dann kloppe ich mich aus dem Fenster, würde ich sagen. Weil irgendwo muss man ja rauskommen. Das Moped müsste da vorne stehen. Wir sind auch leicht überlastet. So, einmal zurück zu unserem... Wie heißt unser Trader eigentlich? Jules? Jules? Ich weiß gar nicht, wer von den Trader Jules genau ist. Weil die heißen ja alle Trader Jules. Aber ich glaube, nur einer von denen trägt auch den Namen Jules. Die anderen haben irgendwie einen anderen Namen. Ich weiß jetzt bloß leider nicht, wie. Aber das war nicht so schlimm. Au. Gut, hier wieder, ja, das hat irgendwas, die laden hier irgendwas nach, es ist nicht mal alles dauerhaft geladen. Finde ich persönlich nicht gut. Ich wünschte, die würden es wieder so machen, wie es vorher war, dass die ganze Map auf einmal geladen ist. Aber ich glaube, gemacht wurde das für leistungsschwächere PCs, weil die doch schon leicht damit überfordert waren, alles auf einmal zu laden. So, Moment, ich habe gar keinen Platz für die Questbelohnung, sehe ich gerade. Ah, gut, dann muss ich mich kurz beeilen, dann geht das. You did it. Eisenschaufel oder Eisenstiefel? Ja, die Eisenstiefel wären besser als meine. Und die Eisenschaufel? Wahrscheinlich schlechter. Ich glaube nicht, dass sie gegen eine 6er Steinschaufel ankommen. Ich nehme mal die Stiefel. Und gerade mal 560 Shetons?
So, jetzt muss ich mich auch mal kurz beeilen. Und zwar schnell. Ah, ich habe sie sogar einstellen. Sehr schön. Gut, der Moment. Die waren ja besser, ne? Aber meine hatten Mods drauf. Ne? Gut, das ändere ich gleich. Wir hätten hier nämlich ein paar Kleinigkeiten. Das muss weg. Das muss weg. Die Muni auf jeden Fall nicht, aber das Gold. So, wir hatten hier doch noch Silber. Und den Rest bräuchten wir eigentlich auch. Ich war der Meinung, wir hatten noch Diamanten, aber anscheinend nicht. Gut. Dann werde ich hier kurz... genau, wir hatten die Mod drauf. Verändern, Mod runter. Bringt die was vom Trader? Die sind ja fast heil. 167. Jo, die werden wir gleich bei ihm verkaufen. Aber auf die 9 machen wir jetzt erstmal die Mod wieder drauf. Wieso sind die eigentlich besser? Sind doch die gleichen. Naja. Verändern. So, die Mod ist da. Und den verkaufen wir noch einmal ganz kurz die Stiefel bei ihm. So, dann ist er auch glücklich. Mod ist wieder drin. Jetzt gucke ich kurz nach der Quest. Die will ich jetzt aber nicht machen. Die machen wir dann in der Nacht oder so, damit es mal ein bisschen interessanter wird. Stufe 2, Stufe 2. Hier ist sogar noch eine Stufe 1 drin. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg das nächste Mal, würde ich sagen. Abholen und säubern. 1,1 Kilometer, das geht doch noch. Die machen wir aber in der Nacht. Wir müssen ja mit der Buze weitermachen. So, im Moped haben wir diesmal nichts drin. Denn kurz nach Hause. Ich räume dann kurz alles weg. Und wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Und wir versuchen, unser Zuhause ein bisschen aufzuhübschen. So, da sind wir ja schon wieder. Ich habe jetzt inzwischen mal alles weggeräumt. Ich wollte jetzt nochmal kurz gucken. Gut, wir haben einen Grill drin. Da war ich mir nämlich nicht sicher. Gut, dann haben wir jetzt zwei drin, genau wie zwei Töpfe. Dann kann ich sie das nächste Mal zerlegen. Gut, da weiß ich Bescheid. So, das Eisen kommt hier noch in die Schmiede. Die könnte ich eigentlich auch mal wieder anschmeißen, während wir hier umbauen. Und zwar hatte ich ja hier so, das sollte ja ein Schmiederaum werden. Hier wollte ich so Eisenschmieden hinbauen. Während ich hier, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Ich würde sagen, drei Eisenschmieden reichen auch schon, dass hier noch eine Eisenschmiede hinkommt. Hier mache ich dann irgendwie eine Ecke zwischen, damit es schön aussieht. Da kommen dann drei Schmieden hin, Messing, Blei und so weiter. Und dann möchte ich hier noch gerne welche für Stein hin haben. Und da sollen natürlich noch Gitter rein. Ich möchte das Ganze ein bisschen hübscher haben und nicht diese verrotteten Scheißwände hier. Außerdem möchte ich gerne den Holzzaun, der bringt ja gar nichts, durch eine Steinmauer austauschen. Und hier dann unsere Farmplatz hin aufbauen. Jetzt gucke ich erstmal ganz kurz, weil der muss ja auch noch hin, der Chemietisch, ob ich den überhaupt schon bauen kann. Die Chemiestation, ja, ich kann sie bauen. Mein Messbecher habe ich ja, glaube ich. Kochtopf, gut, die kann ich an der Schmiede machen. Die Materialien hätten wir alle, oder? Außer dem Messbecher, da bin ich mir nicht so sicher. Weil hier ist den Chemietisch, will ich hier neben haben. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich einen Messbecher habe. Aber ich meine, wir haben schon mal irgendwo, ja. Gut, dann kümmere ich mich erstmal um die Chemiestation. 100 geschmiedete Eisen, die kann er schon mal machen. Dauert ja eh eine ganze Weile. Dann suche ich den ganzen anderen Kram. Ist nicht mehr genug Eisen drin. Na gut, damit kann er aber schon mal anfangen. Die restlichen 24 machen wir dann gleich. Er schmilzt hier auch. Messbecher haben wir, Kochtöpfe müssen wir gleich noch machen. Eisenrohre haben wir aber, glaube ich. Die hatte ich hier auch, glaube ich, noch nirgendwo reingeschmissen, oder? Da war die Muni und... Wenn denn hier? Jo, wir haben Eisenrohre. Wir brauchen 30, genau wie Flaschen mit Säure 5. Das wären dann einmal 27 und dann nochmal 3 dazu. So. Oh, die Kochtöpfe machen wir gleich. Flasche mit Säure 5, die haben wir hier irgendwo rumfliegen. Dann nicht. Hier sind keine, wie es aussieht. Zumindest sehe ich jetzt keine. Den Messbecher kann ich aber schon mal rausnehmen. Da aber, ne? Ja, 16 Stück, wir brauchen 5. Gut, dann hätten wir die Materialien nämlich schon mal zusammen. Wir fehlen nur noch die Kochtöpfe und das Geschmiede der Eisen. Tja, das müssen wir jetzt natürlich beides in der Schmiede machen. Der muss bloß halt erstmal schmelzen. Wir brauchen nochmal 24. Gut, das dauert alles eine Weile. 2 Minuten 12.
Dann würde ich sagen, mache ich in der Zwischenzeit schon mal. Wir hatten doch Steine über, oder? Ja, da. Zementmischer müssen wir uns auch mal nachgucken. Ich gucke nur mal, ob wir noch irgendwo Steine rumfliegen hatten. Hier wird es nicht. Da sowieso nicht. Nein. Da sind noch vier. Gut, das sind nicht allzu viele, die wir haben, aber das kriegen wir alles hin. Dann mache ich daraus, nicht hier, an der Werkbank schon mal Pflastersteine, dann haben wir das Inventar frei. So. Pflastersteine, da fehlt Lehm. Okay, da fehlt Lehm. Pflastersteine haben wir ja auch. Pflastersteinblöcke wollte ich machen, Steinblöcke. Schon wieder total verwirrt. So, und die können wir auch im Inventar machen, weil die gehen ja schnell. Zack. Und ich glaube, wir haben einen Zombie-Besuch, oder? Hörte sich gerade danach an. Dann gehe ich mal gucken. Und ehrlich gesagt möchte ich auch gerne vorne raus noch einen Eingang haben, dass ich nicht immer hier hinten rum muss. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Da wir ja für unsere Quest, die wir haben, sowieso noch Hirsche brauchen. So, geht doch. Weil wir haben doch hier Nord, hier hatten wir doch bei der Horde nach angenommen. Hier, ich werde zum Hirsch. 2 von 5 haben wir jetzt. Gut. Die wollen wir ja auch irgendwann mal fertig haben. Die Schweinequest kriegen wir übrigens schnell fertig, wenn wir einfach mal ins Gracehaus nochmal gehen. Weil irgendwann spawnen da ja auch die Schweine nach. Ich hoffe es zumindest. So, hier hätten wir noch Eisen bei Bedarf. Aber Eisen haben wir im Moment eigentlich genug. Das muss bloß schmelzen. So. Gut, wieso bin ich eigentlich so langsam? Die Blöcke hat er fertig. Ja, fast fertig. Aber gut, er hat schon ganze Ecke. Jetzt ziehe ich mal kurz hier unten rein. Das andere muss ja eh erstmal schmelzen. Meine Idee war eigentlich, ob das jetzt so klappt, weiß ich nicht. Müsste ich mal gucken. Na, der Pfosten müsste eigentlich auch weg. Wenn ich hier die Farmplatz später haben will, die will ich natürlich so dicht wie möglich an die Kante haben. Ich daraus jetzt diese halben Dinger hier mache. Wo sind sie? Die da. Ich glaube, die bleiben so nicht stehen, ne? Muss ich mal drehen? Ich sehe sie ja nicht mehr. Ach, da oben. Die müssten quasi so oder so gebaut werden, damit ich ja die Felder direkt ranmachen kann. Problem ist, ich befürchte echt schon, die bleiben so nicht stehen. Ne? Da müssen, glaube ich, echt Pfosten vor. Kann das sein? Und hier kriege ich, glaube ich, keinen Pfosten hin, weil das ja als ganzer Block zählt. Ich werde es mal ausprobieren. Ich werde das Stück mal noch weghauen. Und das Stück nochmal. So. Das muss ja jetzt nicht allzu hoch. Das ist bloß halt ein bisschen stabiler als der Holzzaun. So, wenn ich das, glaube ich, hier komplett rundherum durchziehe, bricht mir das zusammen. Dann gehe ich jetzt einmal kurz auf Pfosten. Das sind ja die da. Dreh dich bitte einmal richtig, mein Freund. Doch, würde gehen. Dann müsste hier nämlich einer hin. Oder da, besser gesagt. Den hier so vor. Dass die quasi die Dinger hier halten. Dann kann ich hier so eine kleine Kante lassen und dann kommen die Farmplots dann ja quasi so vor. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich meine, das ist vielleicht jetzt nicht wunderhübsch, aber das Ganze kann man später noch ein bisschen aufwerten. Wir kommen hier auch nicht ständig die Zombies durch. So, dann müsste ich hier quasi wieder einen Pfosten hinbauen. Da müssen wir wieder Steinplatten hin. Ich glaube, ich tausche erstmal die Pfosten aus. Mach dann später die Steinplatten davor. So, und da nochmal hin. Und dann müsste das gleiche hier aber auch in die Ecke. Aber wir bauen jetzt nicht die ganze Zeit nur hier, keine Angst. An der Hütte. Muss ja umgehen. Von jedem mal was. Aber wenn wir es ordentlich haben wollen, müssen wir halt zwischendurch auch mal bauen. So. Da.
Gut, und dann... Na, den müsste ich einmal drehen. Na, ich hatte ihn gerade richtig. Ich bin so ein. So. Genau. Und dann müsste hier wieder... Jetzt müsste ich gleich einmal kurz nach der Schmiede gucken. Genau, hier stimmt's noch. Da stimmt's auch. Das ist auf jeden Fall, sieht sogar besser aus, finde ich jetzt, als diese lapprigen Holzzäune. Da noch. Gut, und dann mache ich, gucke ich gleich erstmal nach der Schmiede. Zack, zack. Na, geht nicht? Doch. Stand zu dicht dran, okay. Der müsste natürlich hier weg. Das ist klar. Wenn da wieder Müllhaufen da weg müsste. Müsste eigentlich alles hier weg. Weil sonst kriegen wir unsere Farmdinger ja später nicht hin. Das müsste weg. Die Werkbank müsste weg. Die leeren Fässer müssten weg. Also das kommt alles noch. Und wir müssten aber, bevor wir das hier rundherum zubauen, uns eigentlich erstmal vorne eine vernünftige Tür reinbauen. Sonst kommen wir ja nicht mehr raus. Aber jetzt gucke ich erstmal nach der Schmiede. Dachte ich mir, 24 fehlten noch, ne? Jo. So. Dann mache ich hier kurz weiter mit den Pfosten, während das schmilzt. So kommen wir dann zumindest mal Richtung Chemiebank, die wir aus mehreren Gründen brauchen. Erstens ist es mit dem Chemietisch billiger, Munition herzustellen, als wenn ich sie so herstelle. Zweitens können wir damit später, wenn wir in der Wüste waren, auch Benzin herstellen. Das, was wir hier finden durch die Autos, wird ja nun nicht ewig reichen. Weil ich glaube nicht, dass wir bei der Hordenbase jetzt noch... Ah, ich glaube, das ist falsch, ne? Naja, egal. So super viel machen müssen. Für die zweite Horde nach wird die wahrscheinlich noch reichen. Und beim dritten Mal werde ich sie wahrscheinlich ein bisschen umbauen müssen, gerade wenn später die Demolisher kommen. Wird es nicht mehr ausreichen, weil die sprengen uns das Ding so auseinander. Das heißt, das Ding muss breiter, das Ding muss aus Beton, später aus Stahl. Den müsste ich einmal drehen. So. Gut, dann kann man den Rest jetzt zu Steinplatten machen. Die haben wir da. Was müsste man denn hier quasi einmal komplett rumziehen? Die müsste ich einmal reparieren. Und ich würde sagen, wenn es denn nachher Nacht ist, gehen wir einmal die Quest machen. Mache ich jetzt absichtlich nass. Und Licht müssen wir doch haben, damit es mal ein bisschen spannender wird. Ja, Licht haben wir. Weil sonst haben wir ja nie was von den rennenden Zombies. Ich mache hier einmal kurz Copy und Paste. Zack. Genau. Hier lang, hier lang. So. Wie gesagt, bevor ich das jetzt aber rundherum mache, was ist schon mein Anfang? Da seht ihr schon mal ungefähr, was ich vorhabe. Muss ich vorne eine Tür reinbauen. Und das könnte eine Weile dauern, weil erstens, das Ding ist 3 breit. Das heißt, ich müsste hier noch ein bisschen zubauen. Und außerdem das Ding hier wegkloppen. Und das Ding hat, ja, 1000. Und, naja, gut, es geht, es geht. Aber jetzt alle 6 Blöcke, das dauert natürlich. Ich habe leider noch keinen Bohrer gefunden. Oder wir haben zwar eine Eisenspitzhacke. Ja, warum benutze ich die eigentlich nicht? Ich glaube, das war wegen Ausdauer, ne? Ja, geht aber schneller. Ein Tickchen schneller zumindest. Ich will hier normale Blöcke reinhaben, die natürlich auch aufgewertet werden zu Steinen. Also im Großen und Ganzen haben wir eigentlich nicht genug Stein. Da bräuchten wir echt noch was. Hier müsste quasi eine Tür rein. Aber vorher muss die Wand hier rein, sonst bringt das gar nichts. Oder? Kann ich mal kurz eine Tür bauen. Holz habe ich, ja? Tür. Gesicherte Holztür. Ist jetzt nicht der beste Schutz, aber besser als gar nichts. So, die setze ich einmal von draußen rein. Ja, es geht. Es ist jetzt nicht wunderhübsch, aber es geht. Und die Dinger sind erstmal besser als Holz. Die Tür müsste ich natürlich ein bisschen verstärken. So ist das nicht.
Dann nehme ich mal wieder mein Hämmerchen. So. Ja, dann bräuchte ich jetzt eine Eisentür, um sie noch weiter zu verstecken. Gut. Aber so haben wir zumindest... Ah, guck, die haben hier auch schon rumgekloppt. Da müssen definitiv Steinwände hin. Vorne auch mal ein Ausgang. Und es ist nicht immer hinten rum. Dann können wir es hinten nämlich komplett fertig machen. Ich gucke jetzt einmal kurz hier danach. Der ist noch am Schmelzen, aber der hat die fertig. So, den Chemietisch müssen wir, glaube ich, sowieso an der Werkbank machen. Chemietisch. Was fehlt denn noch? Ach ja, die drei Kochtöpfe. Hab ich ja ganz vergessen. Ja, die müssen schnell gehen, oder? Kochtopf. Na. Kochtopf. Ja gut, die gehen... Ob sie schnell gehen, weiß ich nicht. Doch, drei Stück bräuchten wir. Die paar Sekunden. Gut, dann machen wir noch schnell die drei Kochtöpfe. Dann bauen wir noch den Chemietisch. Dann haben wir es auch schon fast Eisen. Ah, bei dem, was wir gerade im Moment verbrauchen. Müsste ich echt... Ich müsste Eisen farmen, Steine farmen, um das hier alles vernünftig bauen zu können. Weil die Mauer muss natürlich auch verstärkt werden. Da kloppen sie sich ja ruckzuck durch. Aber... Der Chemietisch brauchte doch eigentlich auch mal ein brennendes Fass, ne? Haben sie auch geändert, das Rezept, sehe ich gerade. Gut, soll mir recht sein. Gut, dann baut er jetzt hier den Chemietisch. Das dauert 12 Minuten. Und ich würde sagen, wir beenden dann erstmal diese Folge. Ich gehe noch ein paar Steine und das sammeln. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir denn erstmal in der Nacht die Quest machen, damit wir mal ein bisschen mehr Action haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.